Er hat große Ziele. So now I'm entering the store. Matteo Esposito stellt Software her, mit der sich Supermärkte ins Netz verlegen lassen, in 3D. Virtual Reality, mit der Technologie ist er weit vorn, allerdings wissen das noch zu wenige. In Italien ist alles okay, wenn es ums Essen, Mode und Design geht. Sprichst du über Technologie, ist das anders. Der IT-Pionier ärgert sich über vieles. Das Internet sei zu langsam, ebenso die Ämter. Im Doing Business Index der Weltbank liegt das Land noch hinter Rumänien. Der italienische Gründer aber will seine Software an Weltkonzerne verkaufen, braucht Kapital. Schwierig. Wir haben noch nicht diese Gründerkultur. Wenn du Technologie entwickeln willst, brauchst du viel Geld. Aber hier gibt es viele Steuern. Und es ist schwer, Kapital zu bekommen. Es gibt günstigere Standorte als Italien. Die Italiener diskutieren über ihre Zukunft. Einerseits bleiben die Banken ein Problem, in ihren Bilanzen schlummern noch faule Kredite. Nach der jahrelangen Wirtschaftskrise sind Einkommen und Vermögen sehr ungleich verteilt. Andererseits gibt es Hoffnung. 2017 ist die Wirtschaft wieder leicht gewachsen. Es tut sich was. Besonders in Mailand, dem wirtschaftlichen Zentrum des Landes. Von hier aus startete auch eines der wichtigsten europäischen Fintechs, Moneyfarm. Der Chef, Paolo Galvani, hat rund 25 Millionen Euro Risikokapital aufgetrieben, allerdings nicht nur in Italien. Wir wollten immer auf den europäischen Markt. Deshalb haben wir nach dem Start in Italien ein Büro in London eröffnet. Das war nötig für den Zugang zu Investoren. Nur weil wir auch in London präsent sind, haben wir genug Geld bekommen, um zu wachsen. Inzwischen aber, sagt Galvani, habe sich der Standort verbessert. Neue Arbeitsmarktgesetze machten es leichter für Unternehmer wie ihn. Und in Mailand entwickelt sich ganz langsam eine Gründerszene. Mailand ist ein Vorbild für das Land geworden. Italien versucht, unserer Entwicklung zu folgen. Wir sind in einer Führungsrolle. Ich glaube nicht, dass Mailand sich noch aufhalten lässt. Italiens wirtschaftliche Zukunft, sie hängt auch ab vom Ausgang der Wahlen Anfang März. Das Land ist gespalten. In den sozialen Medien prallen die Meinungen aufeinander. Sind weitere Wirtschaftsreformen nötig? Und welche? In den Umfragen führen populistische Parteien, die ihren Wählern viel Geld versprechen, den Sparkurs beenden wollen. Und die jungen Unternehmer? Matteo Esposito befürchtet Rückschritte. Als Unternehmer bin ich besorgt wegen der Wahlen, denn Italien braucht Stabilität. Die letzten zwei Regierungen haben neue Gesetze erlassen, es hat sich viel verbessert. Und jetzt kann sich alles ganz schnell ändern, wie immer bei Wahlen in Italien. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Technologie aus Italien, mit seinen 15 Mitarbeitern will er es allen beweisen, obwohl es dem Land noch an Gründerkultur fehlt. In den USA kann ich innerhalb von 24 Stunden ein Meeting bekommen und habe innerhalb von zwei Tagen eine Entscheidung der Investoren. Hier brauche ich dafür Wochen oder Monate. Ich sehe den Unterschied, aber ich bin freiwillig da. Ich bin stolz, hier zu sein. Am 4. März entscheiden die Italiener auch über die künftige Wirtschaftspolitik ihres Landes.